Willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die besten Deskbikes bzw. Schreibtisch-Fahrradtrainer. Vorstellen möchten wir euch hier drei verschiedene Modelle von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen. So sollte das richtige Gerät für eure Ansprüche dabei sein. Viel Spaß nun also bei diesem Video. Für weitere Infos zu den Fahrradtrainern könnt ihr aber auch gerne mal unten in der Videobeschreibung nachschauen. Wir haben euch alle drei Deskbikes dort auch verlinkt. Mit Deskbikes kann man während dem Arbeiten an einem Schreibtisch ein Fahrrad-Heimtraining absolvieren, beispielsweise mit dem ersten und auch günstigsten Modell, dem FlexiSpot Fitnessstuhl. Hier handelt es sich um einen Schreibtischstuhl mit ergonomisch geformter Netzrückenlehne sowie einem gepolsterten Sitzkissen. Der Sitz ist zudem in der Höhe verstellbar und das Modell hat vier Rollen, mit denen man sich auch in alle Richtungen bewegen kann. Das Besondere ist hier natürlich, dass der Sitz an einen Fahrradtrainer gekoppelt ist. Hier lässt sich also während des Sitzens ein Fahrradworkout absolvieren. Dabei kann man den Widerstand einstellen und so auswählen, ob man ein eher leichteres oder anspruchsvolleres Training für seine Beine haben möchte. Der FlexiSpot Fitnessstuhl ist eine gute Möglichkeit, beim Arbeiten zusätzliche Kalorien zu verbrennen. Dabei sieht der FlexiSpot Fitnessstuhl, welcher in sowohl einer weißen als auch einer grauen Farbvariante erhältlich ist, noch ziemlich gut aus und passt so auch in die meisten Büroeinrichtungen gut hinein. Vor allem überzeugt das Modell aber durch seinen günstigen Preis. Mehr Infos zum FlexiSpot Fitnessstuhl über den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr alles weitere erfahren und das Modell bei Interesse auch bestellen. Bleibt aber auch gerne dran, denn zwei weitere Modelle möchten wir euch ja noch vorstellen. Als nächstes möchten wir euch den ErgoSpot ErgoSpin vorstellen. Das Besondere an diesem Tischfahrrad-Heimtrainer ist seine kompakte Bauweise. Das Modell kann komplett zusammengeklappt und dadurch sehr platzsparend verstaut werden. Möchte man es benutzen, klappt man hier einfach die vier Standfüße aus und fährt auch den Sitz des Modells hoch. Zwar ist hier keine Rückenlehne verbaut, dafür hat das Modell aber einen ergonomisch geformten Fahrradsattel mit einer starken Polsterung, welcher auch für längeres Sitzen geeignet ist. Arbeiten tut das Modell mit einem Magnetwiderstand. Hier kann man 8 individuelle Schwierigkeitsstufen einstellen und so das Modell nach dem eigenen Trainingslevel anpassen. Auch wenn es nicht so aussieht, handelt es sich beim ErgoSpot ErgoSpin um ein sehr stabiles Modell, welches Belastbarkeiten bis 120 kg aushalten kann. Durch den Magnetwiderstand ist das Modell zudem sehr leise und geschmeidig. Hervorstechend tut hier aber wie gesagt seine kompakte Bauweise und die Möglichkeit, das Modell sehr platzsparend und unauffällig zu verstauen. Einziger Nachteil für uns, wie gesagt, dass wir hier keine Rückenlehne dabei haben. Über den zweiten Link in der Videobeschreibung könnt ihr mehr zum Modell erfahren oder wenn ihr etwas runterscrollt. Auch das Modell ErgoBike von ErgoSpot finden, einen Schreibtischheimtrainer, welcher eine Lehne dabei hat. Also, schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr doch ein Modell mit Lehne braucht oder bleibt gerne auch kurz dran, denn als drittes und letztes möchten wir euch den Exaputic ExaWork vorstellen. Hier handelt es sich um einen klappbaren Liegeheimtrainer, welcher gleich mit verstellbarer Arbeitsfläche kommt. Diese kann also gleich als Schreibtischersatz dienen. Das Besondere am Exaputic ExaWork ist aber auch, dass man diese Arbeitsfläche wahlweise abnehmen und das Modell so unter seinen eigenen Schreibtisch stellen kann. Hier kommt aber schon ein Modell, welches die Arbeitsfläche gleich mit dabei hat, also warum sollte man diese nicht nutzen? Das Besondere am ExaWork ist, dass er nicht nur ein sehr bequemes, großes Sitzkissen mit Airsoft-Schaumschicht besitzt, sondern zudem auch eine große, gepolsterte Rückenlehne. Des Weiteren ist auch hier wieder der Widerstand in 8 Stufen einstellbar und auch dieses Modell arbeitet mit einem Magnetwiderstand. Zudem sind bei diesem Modell aber noch ein LCD-Display dabei, welcher die Entfernung, verbrannte Kalorien, Zeit, Geschwindigkeit und auch den Kilometerstand anzeigen kann. Auch der Puls kann bei diesem Gerät durch die Sensoren gemessen und am LCD-Display angezeigt werden. Der integrierte Schiebetisch ist auf 3 Winkel verstellbar und auch in der Höhe in 5 verschiedenen Stufen anzupassen. 20 kg Belastbarkeit hält er aus und besitzt zudem noch 2 Becherhalter, eine Schublade und eine weiche Schaumstoffarmlehne. Des Weiteren ist das Modell klappbar und besitzt auch integrierte Transporträder, um das Gerät von einem zum anderen Ort bewegen zu können. Ein sehr interessantes Modell, vor allem, weil es hier gleich die Arbeitsfläche integriert hat. Wahlweise kann man das Modell, wie gesagt, aber auch unter seinen eigenen Schreibtisch stellen.
Aufgrund der ganzen Funktionen und auch der Verarbeitung des Modells handelt es sich beim Exaputic ExaWork um das Premium-Modell im Vergleich, welches allerdings nicht viel mehr als die beiden zuvor vorgestellten Geräte kostet. Wenn ihr euch nun zum ExaWork noch selbst informieren wollt, könnt ihr das gerne über den dritten Link in der Videobeschreibung tun. Dort könnt ihr den tagesaktuellen Preis einsehen, Kundenbewertungen durchlesen und das Modell auch zu euch nach Hause bestellen. Das war es nun aber erstmal von uns und unserer Vorstellung der für uns besten Deskbikes bzw. Unterschreibtisch Fahrradheimtrainer.